Ja, willkommen zurück. Ich bin noch mal kurz ins Pokémon Center gegangen und habe unterwegs noch einen Trainer besiegt. Und habe meinen Typen angequatscht. Oh, Tita, ich habe dich schon nach dir gesucht. Ich bin es, der allzeit präsente Assistent vom Professor Eich. Falls du bereits 20 Pokémon in deinem Pokédex hast, soll ich dir vom Professor Eich eine Belohnung geben. Er gab mir diesen Ewigstein. Also, Tita, ich frage dich, hast du schon 20 verschiedene Pokémon in deinem Besitz? Mal schauen. Oh, du hast erst 19 verschiedene Pokémon gefangen. Du benötigst 20, um das Geschenk zu erhalten. Ist ja klar. Nee, ne? Ich hätte mir eigentlich. Na gut. Ewigstein ist ja nun nicht der Bringer. Es sei denn, man möchte ein Pokémon nicht entwickeln. So, sind wir mal wieder Ausgangsposition. Pokémon. Gendemon. Also, Felstunnel. Wie versprochen. Oh, Mankey. Hey, das kommt echt gut. Mir fällt nämlich gerade ein, über das Fangen haben wir ja 20. Oh, können wir raus und wieder rein? Ich habe mir übrigens erlaubt, hier unseren Gyarados Aquaquelle beizubringen. So, jetzt den Pokéball. Nur für den Pokédex, Leute. Wie bitte? Warum bist du nicht im Ball geblieben? Na gut, dann halt nochmal. So wie es aussieht, muss ich eh dann nochmal ins Pokémon Center. Ja, wir haben einen Mankey gefangen. Tolle Sache. Hehe. Ja, tolle Sache. Jetzt haben wir einen Mankey. Und 20 Pokémon. Haha. Oh, Dieter, ich habe dich schon gesucht, bla 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 und so weiter. Jetzt rück schon raus, alter Sack, ey. Oh, super, was 20 Minuten hier auszulegen. Ja, habe ich doch schon erklärt. Musst du mir nicht nochmal erklären. So, dann muss ich schnell heilen und dann aber wirklich los, ab in die finstere Felstunnelhöhle. Gut. Weiter geht's. Wie gesagt, den Trainer da unten habe ich schon platt gemacht. Der hat einen Pipi und einen, keine Ahnung. Was noch war. Unwichtig. Hat sich niemand entwickelt. Wir haben höchstens ein Level abbekommen. Und das war's. Nochmal Blitz. Zum dritten Mal schon. La 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 la. Ich weiß, es ist eine Sackgasse, aber ich wollte nur gucken, ob da hinten vielleicht noch irgendwer ist. Mit Rohr verringert Angriff. Voll zu bald. Oh, ich versuche mal bis. Wie ihr sehen könnt, hat sich Let's Play Markus schon etwas im Angriff verbessert und in der Verteidigung ist er auch nicht schlechter geworden. Ja, ich bin schon stolz. Ach, und wer sagt es? Hier liegt etwas Schutz. So, jetzt quatschen wir. Ich wollte sagen, jetzt quatschen wir den hier an, aber
geht ja nicht. Wir bekommen ja erstmal hier Kleinsteinbruch. Aquavelle. Obwohl ich sagen muss, sein Spezialangriffswert ist nicht besonders. Habe ich aber erst hinterher gemerkt. Weil ich vorhin mal kurz geschmult habe. Meine Pokémon wollen kämpfen. Los. Pokémon Magica. Wow. Dragosso. Kopfnuss. Ich setz Biss ein. Schreck zurück. Geht K.O. Und so erhalten wir halt schöne Erfahrungspunkte. Phlegma. Ja, wir wollen Magic auch ein bisschen. Also hier im Tunnel werden wir einige Kämpfe bestreiten und Level-Ups bekommen und so weiter, denke ich mir. Wir werden jede Ritze untersuchen. Damit wir alle Items einsammeln, also zumindest die sichtbaren, die unsichtbaren, da mache ich mir jetzt keinen Kopf. So toll sind die auch nicht. Was mir vielleicht noch einfällt, okay, aber ansonsten. Muss ja nicht unbedingt sein. Schön! Kohle haben wir auch bekommen. Und dann geht's weiter im Felstunnel. Hier muss irgendwo eine Leiter kommen. Erstaunlich. Meine Hellsichtigkeit. Und wieder ein Mankey. Ach nö. Ich habe jetzt gerade überlegt, aber ich meine, ich habe jetzt noch so viel Pokémon-Kämpfe vor uns. Muss nicht unbedingt sein, dass wir ein Onix. Ein Onix haben wir noch nicht. Auch schade. Hätte es ja überstehen können. Zu Hause zeichne ich gern Pokémon. Du zeichnest gern Pokémon? Also in der Grundschule zeichnen die Kinder auch gerne Pokémon, habe ich festgestellt. Für die, die es vielleicht noch nicht gemerkt haben, ich arbeite in der Grundschule. Aber nicht als Lehrer, nein. Das Pech habe ich nicht. Ich bin erst nachdem die Kinder aus der Schule raus sind tätig. Ich glaube gar nicht, was die für Dreck machen. Also am liebsten würde ich manchmal die Hammelbeine langziehen, was die da für Scheiße machen. Die wissen nicht mal, wie ein Spürknopf zu bedienen ist. Wenn ich allein an gestern denke, ey, in fast jedem Kloloch ein Würstchen geschwommen. Und ich meine jetzt nicht das zum Essen. Ja. Und mit Klopapier stellen die auch Sachen an. Ey, nee, das glaubt ihr nicht. Da habe ich schon Sachen erlebt. Hätte ich Wutausbrüche kriegen können. Echt mal. Ihr hört sich doch nicht.
Echt, die verstopfen da die Pissoirs mit dem Klopapier, die schwimmen dann über und läuft alles über und ich darf die scheiße Brühe dann da vom Boden aufwischen. Nee. Schlimm. Oder die wird nass gemacht und an die Decke geklatscht. Habe ich jetzt schon 2 Tage hintereinander gehabt. Vielleicht soll ich mal Schutz aktivieren hier. Geht einem ja auf den Sack hier. Ich wollte mich eigentlich nur mit Trainern einlassen. Oder mal Pokémon, was ich fangen will. Denn meine AP sind mir dazu ein bisschen zu verschwenderisch sonst. So, jetzt kämpfen wir mit der Tussi hier. Ich komme nicht auf dir her, aber ich will kämpfen. Ja, na dann lass uns kämpfen. Myrapla. Giftpuder. Hätte ich auch gemacht. Und ich habe Lucy Offscreen Aeroas beigebracht. Weil ich weiß ja, dass Aeroas zuerst angreift, wenn ich das erste Mal angeklickt habe. Bisasam auf Level 22. Das müsste eigentlich schon längst ein Bisasknosp sein. Aber ist doch niedlich, oder? Ich erinnere euch nochmal daran, es gibt eine tolle Seite, Bisa-Fans. Wie ist die Seite, Bisa-Fans? Ich glaube ja. Ich bin gerade jetzt aufgestanden und hab gedacht, ach, nimmst du mal ein Part auf? So, weiter jetzt. Untersuchung der Höhle. Uiuiuiui. Ja, wilde Pokémon, die bringen nicht wirklich Erfahrung. Das ist so eine Sache, wisst ihr? So, den noch und dann mache ich einen Schnitt. Jetzt, wo mein Garados Aquavelle beherrscht. Aquavelle! Oh, dein Feuerchen ausgegangen. Noch nicht, nee. Na gut, einen Angriff gönne ich dir noch. Das war's. Aquavelle. Sollte das nicht irgendwie auch Verwirrung verursachen? Oder gilt das nur für schwächere Pokémon? Überblick. Ja, sehr schön. Jetzt nochmal Tackle und dann ist das Ding auch gegessen. Ja, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir erforschen die Höhle natürlich weiter im nächsten Part. Tschüssi, eure Tita Kenshi.